Hier die Hyperopie, gleiches Prinzip. F-Brille liegt auf R. Einfallende Achsenparallelstrahl mit zum ausfallenden bildseitigen Brennpunktstrahl. Das wird so eine Art Lupenfall. Das soll heißen, ich weiß schon mal, dass ich den jetzt hier rückwärtig verlängern kann. Deswegen musste ich das auch im Querformat machen. Und auch wieder Hauptpunktstrahl. Einfallend, ausfallend. Dann habe ich hier Y-Brille. Und dann das gleiche nochmal. Das heißt, von Y-Brille aus gehe ich durch K, dann K', dann habe ich das Netzhautbild. Auge. Dann weiß ich, dass der Lichtstrahl auch hier hingeht. Das heißt, dann habe ich den F-ACC gefunden. Mit Korrektur. Und jetzt kommt der ohne. Dazu muss ich den achsenparallelen Lichtstrahl nehmen. Von Y-Brille aus. Und der landet dann auch auf der Spitze. Dann ist das hier F-ASC. Weil das hier der Achsenparallellichtstrahl ist fürs Auge und deswegen SC. Ja, jetzt hängt noch der hier in der Luft. Den kann ich jetzt auch noch da zu Ende zeichnen. Muss ich aber nicht. Im Grunde genommen habe ich jetzt alle Lichtstrahlen gezeichnet. So, das war's. Mit und ohne Korrektur. Den hier braucht man nur ganz am Anfang. Deswegen war es jetzt nicht schlimm, dass ihr den danach nicht mehr gesehen habt. Okay.